Zwischen Wendlingen im Landkreis Esslingen und Ulm wird an einer neuen Eisenbahnstrecke gebaut, die Ende 2022 in Betrieb gehen soll. Die Strecke mit zahlreichen Tunnels und großen Brücken ist im Rohbau fertig. Jetzt läuft der Einbau der Schienen, der Gleise. Dafür fahren jetzt auch tatsächlich bereits die ersten Züge über die Strecke. Das sind allerdings keine Personenzüge, sondern eben jene Züge, mit denen die langen Gleisstücke angeliefert werden. Das geht in Ulm los. Dort übernimmt der Zug 120 Meter lange Schienenstücke und schiebt die bis an die Stelle, wo abgeladen wird. Derzeit befindet sich die Stelle rund 30 Kilometer westlich von Ulm, kurz vor dem Vilstal-Viadukt. Die Fahrt kann nur sehr langsam vonstatten gehen, denn es wird an der Strecke noch gearbeitet. Das heißt, Menschen, die dort am Gleis arbeiten, wären in Gefahr, wenn der Zug schnell fahren würde. Deswegen ist der Transport auf 20 Stundenkilometer beschränkt. Für die gut 30 Kilometer bis zur Abladestelle haben wir fast 2 Stunden mit dem Zug gebraucht. Pro Lieferung werden 4 Kilometer Schienen transportiert. Das heißt, damit lässt sich dann 1 Kilometer Strecke bauen, denn man braucht natürlich 2 Schienen pro Gleis und es sind 2 Gleise, macht eben aus 4 Kilometer Schienen 1 Kilometer Gleis. Die Strecke ist soweit fertig, dass die Bahn davon ausgeht, dass man Ende 2022 darauf fahren kann. Dann nicht mit den 20 Stundenkilometern wie derzeit, sondern mit 250 Stundenkilometern. Wenn einmal die Strecke zwischen Wendlingen und Ulm in Betrieb genommen ist, prognostiziert die Bahn um eine Viertelstunde kürzere Fahrzeit nach Ulm. Wenn dann auch noch der Rest fertig ist, Stichwort Stuttgart 21, also die Verbindung vom neuen Durchgangsbahnhof via Flughafen bis Wendlingen, dann soll die Fahrt nach Ulm nur noch eine knappe halbe Stunde statt einer knappen Stunde heute dauern. Die Strecke wird sowohl von dem schnellen Fernverkehr, also von ICEs oder Intercities benutzt, aber eben auch vom sehr schnellen Regionalverkehr. Das ist ein Novum in Baden-Württemberg. Zu diesem Zwecke wurde sogar noch ein Unterwegshalt eingebaut in Märklingen auf der Schwäbischen Alb. Der war ursprünglich nicht vorgesehen. Und an dem werden künftig dann auch Regionalzüge halten und die Fahrzeit von dem Teil der Alb in Richtung Ulm, aber auch in Richtung Stuttgart und Stuttgarter Flughafen ganz erheblich verkürzen. Von den 120 Kilometer Gleis, die zwischen Wendlingen und Ulm verlegt werden, liegen derzeit rund 70 Kilometer.